Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu 7 Days to Die. Wunderschön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin's euer Peter Moss und ich habe den Jürgen, Daniel und den Martin mit am Start. Hallo. 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 Ja, wir sind hier fleißig gerade am Craften. Martin baut gerade die zweite Workbench. Und ich gucke jetzt gerade, dass ich mal noch Level 60 vorher kriege. Und zur Not gehe ich da hinten jetzt einfach mal schnell in die Mine da rein. Einfach mal nur, um hier das letzte Level da noch zu machen. Vielleicht noch was Sinnvolles dabei rauszuziehen. Wäre ganz cool, glaube ich. Ja, haben wir echt keine Short Iron Pipes mehr. Okay. So dringend was zu trinken. In die Trinkenkiste gucken. Ahahaha. So, ich hab's satt hier. Ach so, hast, gegessen hast du schon. Bäm! Juhu. So, da habe ich auch Level 60 und dann können wir auch direkt. Das freut mich eigentlich am meisten. Ja. Nicht gut, dass wir es können. Ja, genau das. So, erstmal das Räumen. Was ist hier denn? Eine Chemiestation. Da, da, da. Ja, dann gehe ich mal die Chemiestation noch bauen. Jetzt, wo wir das Minibike-Buch haben, geht's jetzt aber ein bisschen Schlag auf Schlag, ne? Können wir ja eigentlich so von der Theorie her alles Relevantes. Oder alle relevanten Dinge. Der Rest ist ja dann quasi nur noch so ein bisschen so Formsache, so Levelsache. Minibike steht hier denn rum? Ich zähle zwei. Könnte sein. Oh, ich hab Scheiße. In der Hand. Ja. Mann, du sollst dir danach doch die Hände waschen, Jürgen. Kommt bei Good Stuff bestimmt rein. Nee, das kommt bei Pflanzen rein. Das ist doch guter Stoff. Sehr gut. Nicht in unseren Kreisen, tut mir leid. Chemiestation. Zwei Beaker. So, was? Autokräft? Achso, das ist für die ganzen Dings, okay. Was Martin ist, sind jetzt die Armbrüste bei den Waffeln drin. Das ist jetzt tatsächlich ein Cooking Pot, das finde ich ja geil. Wieder Rammelkiste. Die Motten. Gut, ich hätte ganz gerne einen. Wo sind denn die Beaker? Bestimmt hier bei Good Stuff oder so, ne? Warum haben wir noch einen? Die Beaker sind in der Heilenkiste noch drin. Ihr könnt euch Minibikes bauen, alles was ihr dafür braucht, ist ganz längs in der Kiste. Wenn ihr denn möchtet. Da ist kein Passwort in der heilen Kiste. Das stimmt. Das stimmt. Danke Martin. Ach, da sind die Beaker. Kann ich mir eigentlich auch mal hier da Painkiller reinziehen. Und vor allem Antibiotika, sehe ich gerade. Doch, du warst gestorben. Und? Hat sich danach wohl wieder schlagen lassen. Ja. Sieht so aus. Wird so ein bisschen verhauen hier, ja. Stehst du da drauf, Peter? So ein bisschen. Oh shit, ist das schon 18 Uhr? Nee, es ist später.
Aber was hat sie kaltgestellt? Die rennt ja förmlich. Warum ist denn hier in der Workbench im Output Brass? Was soll denn der Mist hier? Hat jemand Platz gebraucht im Inventar? Nein, in der anderen Werkbank ist auch was drin, was da nicht hingehört. Wie kommst du bloß darauf? Was stimmt denn mit euch nicht, Mann? Gibt's ja gar nicht, ey. Ich würde noch sagen, bei uns stimmt überhaupt was mit uns. Stimmt wohl. Da, da, da. Juhu! Chemiestation. Hier ist Moped steht. Kann das Schild nicht auf dem Boden bauen? So, dann könnte man ja direkt hier. Wow. Wow. Ich hab hier mal Highlight-mäßige. Kann jetzt. Der mag die Woodframes nicht oder was? Hm? Ah ja. Interessant. So, ich habe jetzt extra für dich, Jürgen, einen Trashwalk gebaut. Ja, nett. Von sie. Ja, ey, wir müssen auch gleich mal gucken, ey. Wir müssen mal die restlichen Spikes draußen noch aufstellen. Nur mal so am Rande erwähnt. Was ich jetzt aber eigentlich machen wollte, ist da, da, da. Mal so ein bisschen, also schon mal so ein bisschen Gunpowder herstellen. So, und? Was ist denn jetzt die Essenskiste? Hm? Vorne, an der Door. Ernsthaft, ja? Ungesperrt. Ja, es tut mir leid. So weit war ich noch nicht. Wenn ich dir das abnehmen würde, dass dir das leid tut. Ich musste erst das Schild fertig beschriften. Was ist denn jetzt los hier? Warum tappt denn jetzt hier als der... Oh Mann. Und hier unten im Fußboden ist noch was. Trash Walk für Faule. Hier. Okay. Wieder Mobbing hier. Naja, gut, das mit dem Minibike, das mache ich dann erst irgendwie danach. Was mir gerade mal eher so auffällt, Wir haben keine Garage. Das auch? Ah, okay. Bolzen hätten wir wenigstens genug. Bauen wir mal hinten eine Dacheinfahrt, oder? Mit Zugbrücke und so. Könnten wir theoretisch, ja. Dann müssen wir uns dann aber erstmal über die Verteidigung, wie wir sie genau bauen wollen, einig werden, bevor wir das machen, oder? Nö. Nö. Erst abreisen, dann Fragen stellen. Okay. Oder Kisten hier, ey. Ah, oh, es ist die blöde Brücke natürlich wieder vier breit, ne? Ja, natürlich. Das ist richtig. Egal. Da, da. Der ist halt da. An einer Stelle gegen die Wand. Okay. Das ist natürlich auch ein sehr guter Plan, Martin. Außer wir bauen es auf die Südseite. Ich hätte mein Inventar geleert, das kann ich mir nochmal vollfuttern hier. Oder halt auch nicht. Ah doch, Südseite geht. Bauen wir es auf die Südseite. Da. So, dann haben wir ja genug von dem Blue Barrel Pie. Armbrust hat jeder jetzt eine, oder? Mhm. Jo, danke. Ich habe nur 300, ja? Ja, höher geht nicht momentan. Okay. So, nochmal schön hier, was fürs Wellness-Level tun. So kurz vor der Horde. So, wunderbar. Welcher Alpha
Meint ihr, dass sie es hinkriegen, dass man gleichzeitig eine Kiste bedienen kann? Oh, oh, oh. Martin? Du denkst gerade in sehr fern in die Zukunft. Ach, du meinst, hat jetzt schon einer sich um die Spikes mehr? Gekümmert? Natürlich nicht. Gut. Da standen welche. Aber weniger als sein sollten. Ich habe überhaupt kein Holz mehr da dafür gerade. Das ist auch ja, schön. Ich finde auch nichts hier. Aber wissen wir, die Kisten eingeräumt hat. Also zumindest hier die paar Spikes, die ich jetzt hier gerade noch in der Kiste gefunden habe, die setze ich jetzt gerade noch. Ja, ich habe auch noch ein paar. Setz mal ein paar Richtung Tür noch. Ja, warte, solange Peter soll's. Noch draußen ist. Was du auf meinem Dach hier? Hast du gar nichts verloren? Muss ich ja jetzt noch ein Schild hinlegen, Jürgen, freie Zone. Dein Dach. Also irgendeiner hat Hunger. Ich. So, mal von der Ostseite mal abgesehen, ich hab die ganze Zeit die Kiste stehen da ja eigentlich ja, meintet, ihr müsstet... So, kommst du rein, damit ich hier zumachen kann? Mhm. Bin doch schon da. Sind wir schon da? Mhm. 4 Minuten. 3 Minuten. Juhu, Horde Time! Und kriegen wir die ersten Glowies? Was meint ihr? Blüten kommen welche. Und Westen. Jemand von euch die Werkzeugkiste verpackt? Ja. Was willst du denn an der Werkzeugkiste? Du kannst sagen, das willst du während der Hordezeit? Oh ja. Darf nur nicht in der Mine sein, das heißt, das war die Regel. Nicht, dass ich nicht an der Werkzeugkiste stehen darf. Du hast mit zu verteidigen. Nervt doch sowieso nicht. Das ist nur Zeit, nur Verschwendung von Ressourcen. Okay, das ist. Da will ich jetzt nichts gegen sagen. Also bin ich doch wieder entlassen? Nein. Ja. Also auf jeden Fall haben wir normale Ferals immer dabei. Warum treffe ich die denn nicht, Mann? Irgendwas kotzt hier, mach mir Sorgen. Das sind die dicken Hawaiianer. Das finde ich jetzt ein bisschen rassistisch. Ja, guck mal, die haben noch einen Hawaii-Hemd. Soll ein Hawaiianer sein. Ja, wie viel soll ich denn noch auf diesen einen Feral schießen, Mann? Ja, wie sie alle krabbeln und krabbeln, ey. Voll das Ameisen... Volk ja. Hier. Irgendwie schon, ne? Ja, anscheinend haben sie irgendwas gefixt, dass sie sich ja irgendwie angeblich an den Blöcken nicht mehr festhalten mit dieser Rumspringerei da irgendwie, aber irgendwie... Also, ja, die springen auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Aber vorwärts kommen tun sie auch nicht. Der Server läuft aber noch bei euch, ja? Ich denke. Nee, ist also noch jemand von euch? Jetzt springt die Zeit weiter. Nee, der läuft nicht. Also außer ihr schießt gerade alle nicht. Doch, ich schieße. Also ich habe gerade in den Chat geschrieben. Ja, ich kann es nicht lesen. Ich auch. Na toll. Soll ich mal auf den Stu-Man einhauen? Und dann? Oh, ich glaube, das hat er gemerkt, weil jetzt schießt er ganz oft. Ja, wir nehmen keinen Schaden mehr. Okay, dann müssen wir halt mal den Server neu starten. Oh, warte mal, ich hör mal zu. Nein, der fängt sich gerade. Ja, ich hab gerade tatsächlich einen Zombie-Down gekriegt. Ja, aber der Chat funktioniert nicht. Also, der funktioniert noch nicht mal bei mir. Also, ich selbst müsste ja meinen eigenen Mist ja wenigstens lesen. Oh, nicht mal die Konsole funktioniert. Doch, die geht bei mir gutes auf. Gutes Zeichen. Nee, in-game meine ich. Ja, die meine ich. Die geht bei mir auf. Ja, aber ja. Wenn ich Display eingib, passiert nichts. Oh, stimmt. Gut. Ja. Ja, so ist das, Leute. Na gut. Dann... Bleibt uns ja leider gerade nichts anderes übrig.
Das Problem ist jetzt aber, wenn er natürlich jetzt abgekackt ist, ne? Wie greife ich jetzt noch auf den zu, dass das jetzt nicht großartig alles weg ist? Ich guck gerade mal, ob der Put hier auf dem Server noch geht. Kannst mir ja kaum vorstellen. Geht gerade weiter. Der Server läuft wieder. Bei mir nicht. Ich werde nach ihnen kommen, ich höre sie jetzt plötzlich wieder sterben. Na, bist du sicher? Mir verkam meine Nachricht in den Chat gerade. Okay. Ja, vielleicht habe ich auch den Fehler verursacht, weil ich hatte zwischendrin Fehler drin. Das kann natürlich sein. Falala von Jürgen kommt da gerade. Das war vor über einer Minute. Ah, das ist kein großer Lag. AAA kommt von Martin Test. Jetzt rein. Ach, so eine. Wieso kriege ich jetzt plötzlich Damage? Weil ich dich einmal geboxt habe, habe ich doch gesagt. Naja, wer kennt sie nicht? Die Mikrolags. Ne? Die Sekunden lang. Ja, Martin. Martin, in 2 Minuten wirst du einen Headshot spüren, ne? Ich lauf schon mal weg. Macht dem Delay, glaube ich, nichts. Oh Gott. Ah, okay. Also, ich probiere hier zu connecten, aber. Zweimal, ja, also, konnte mich zwar einloggen in die Konsole, aber. So, was? Start jetzt einfach 7 Days einfach mal schnell neu. Ja, mach das. Ja. Immer total toll, dass sowas während der Aufnahme passieren muss, aber. Ja, das halt war ja so. Die Horde vermutlich. Ja, haben sie wieder kaputt gefixt. Ich würde es bis jetzt aufs Update schieben. Ja, da ist doch kaputt gefixt. Ja. Wer die Probleme vielleicht auch hat und kennt, Leute, ne, packt es nochmal in die Kommentare. Ja, oder ob das jetzt nur bei uns so ist. Ich sehe schon die Kommentare. 16.4. Meine Konsolenantwort, wer auf dem Server ist, kam zumindest mal inzwischen auch. Hm. Allerdings mit mir auf dem Server, nicht ohne mich. Sag mal, kann es sein, dass ich vielleicht noch am Server bin, Martin? Hä? Kann es sein, dass ich vielleicht noch am Server bin? Bei mir ja. Also ich bin nicht mehr auf dem Server bei mir. Aber also, im Spiel, der Server sagt schon noch, dass ich drauf bin. Das könnte der Grund sein, warum ich nicht connecten kann. Kick Player for Invalid Login, Petermus, steht gerade in der Konsole. Invalid Petermus, okay. Na toll, mein eigener Server kickt mich hier schon wieder, so eine Scheiße. Ah. Na gut, Leute, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich beende jetzt die Folge hier erstmal an dieser Stelle. Ja. Es ist halt Early Access, ne? ist ja auch nicht so, dass sie nicht genug Zeit hatten für den Patch, ihn zu testen und so. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und mal gucken, wie wir das dann mit der Horde machen. Ja. Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss! Tschüss! Ja.